herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Danke, dass du da draußen wieder eingeschaltet hast. Und heute gehen wir mal eine Runde Ark wieder hier. Hier ist schon viel passiert. Aus Stroh ist Stein geworden. Wird das Haus hier aus Stein gebaut jetzt. Mit natürlich einer verstärkten Tür. Hier unten hat sich nicht viel getan, nur dass alles aus Stein ist. Diese Werkbank, den Ofen werden wir noch abreißen, weil wir haben hier ein bisschen was gemacht. Oben sind ja natürlich die Bänke. Ich glaube, ich habe das im letzten Video gezeigt. Ich weiß nicht mehr. Dann habe ich hier noch die Fenster, verstärkten Fenster, eingepackt. Und natürlich haben wir hier einen Anbau gemacht. Hier kommt auf jeden Fall das Gewächshaus dann hin. Dann haben wir hier das Arbeitszimmer. Hier kommen die ganzen Maschinen und Geräte rein. Arbeitet. Genau. Es geht um. Die Rohstoffe holen aus den Schränken. Eigentlich ganz praktissch. Weil ich weiß, wie viele Maschinen wir noch nötigen. So, aber heute soll es gehen um das Gewächshaus. Das wollen wir heute bauen. Und ich habe natürlich schon mal alles hier vorbereitet. Fangen wir einfach an mit den ich habe ausgerechnet, ich 20 Stück, mal sehen, ob es klappt oder gefehlt habe. Zur Not können wir auch einfach noch ein bauen, das ist ja auch war noch genug. Auf jeden Fall gut geklappt. Sieht auch schon sehr gut. Dach, weiß nicht, die Hälfte mit. Sollte ein, auch wenn man das reicht. Ja, wollte ich mir abpacken. Jetzt hat er es gemacht. Was hier reinkommt, sind natürlich die OB und Möhren und Kartoffeln so. So, sieht schon mal wunderschön aus. Fällt mir auf jeden Fall. Und auch den schönen Ausblick ins Tal. So, dann machen wir weiter mit den Beet. Sehen, ob das große, ob das ein bisschen zu groß ist. Noch kleiner bauen. Ich glaube, ich baue nochmal. Das ist so klein. Sehen. Bauen. Ist klein. Das ist hier die Frage, ne? Fasernholz, Stein brauchen wir noch. Fasern. Oh, sind wir da was? Schon noch. Ne, das nicht. Noch was drin. Braucht man nehmen. Das Projekt Holzfasern und Stein war da. Stein. Ja, wir nehmen mal. Aus.
schon besser. Direkt auf einer Plattform. So. Treibhauseffekt 0%. 300. Das hat schon mal funktioniert. Natürlich brauchen wir jetzt noch eine Wasserversorgung, aber das wird auch etwas dauern, weil da unten ist ein kleiner Fluss oder Bach, Reich meine ich. Da müssen wir die ganze Wasserversorgung dann hierher holen. Oder wir machen das mit einem Tank, aber ich glaube, ich mache das erstmal mit der Wasserversorgung. Das wird ein bisschen dauern, weil ich noch vorbereiten muss. Aber machen wir erstmal die Beete jetzt hier fertig und gucken, wie viel Zeit wir dann noch haben. Genau, und dann müssen wir natürlich noch Dünger machen und Pflanzen. Dünger war schon. Au. Auch noch ein bisschen Holz. Warum gucke ich immer in den Ofen rein? Bei den Tieren. Stein drin, aber. Oh ne, wir brauchen nur Stein. Stein. Herstellen. Brauchen wir aber jetzt Faser. Fasern haben wir noch genug. Holz. Das Problem ist, hier gibt es nicht so viele Bäume. Vielleicht haben wir noch irgendwo etwas Holz drin. Ein Stück, ja. Bringt nicht viel. Könnte denn noch Holz drin? Ist eine andere. Auch mit. Ah, genau. So. Hier. Dann, ob wir davon noch einen herstellen können. Vielleicht können wir die anderen Beete nutzen. Bauen wir erstmal die vier Beete hier hin. Los, schade ist das nicht, aber das ist ja. So, wir brauchen noch 2, 3, 4, 5, 6 Stück. Idee. Dann muss ich doch mal kurz hier einen Cut reinsetzen, dann sehen wir uns gleich, wenn ich das Holz habe. So, da bin ich auch wieder. Und habe jetzt die Bibel zusammen gecraftet. Jetzt können wir 6 Beete machen. Tür zum. So. Beete stehen oder sind platziert, eher gesagt. Ja, scheiße. Das habe ich nicht bedacht. Ich glaube, wir müssen einfach. Man kommt nicht durch die Tür dann sonst. Geduckt und.
bisschen. Also passt das eigentlich auch schon. Sieht auch gut aus. So, Saatgut müssen wir holen hier. Was? Dann Rottensamen. Maissamen. Ah! Wir haben noch das Mais gesucht. Haben wir das? Hier können wir uns auch so zusammen. Hiervon noch welche mit. Machen wir die auch noch. Was ist das? Mal auch. Zack, machen wir alles einmal. Machen wir hier hinten. Machen jetzt viele Beete. Sehen, ob das reicht, sonst können wir das später immer noch. Kartoffel. Ja, natürlich kann man die Fenster aufmachen. Zitrone. Wollten wir noch? Dann. Hier nochmal Karotten. Ein Fleisch im Feuer. Nee, gar nichts. So, jetzt brauchen wir auf jeden Fall noch Dünger. Ja, dann ich muss noch Kot einsammeln, aber wir müssen auch noch die Kisten bauen. Und ich glaube, wir packen. Dann Komposthaufen. Mal gucken, ob wir den jetzt noch schnell bauen können. Genau, da haben wir einen Osthaufen. Guck mal, können wir gleich zwei erstellen. Auf jeden Fall nice. Ziemlich groß, aber vielleicht. Ja, das ist perfekt. Jetzt muss. Hier kommt noch die Scheiße rein. Sieht eigentlich ganz gut aus. Genau, dann stelle ich hier auf jeden Fall noch einen rein. Ofen. Genau. Jetzt müssen wir noch von den Tieren die Scheiße holen. Aufsammeln natürlich. Habt ihr gekappt? Ja, bauen wir. Ja, den Ofen, den Industriegrill baue ich auch noch, aber dafür brauchen wir noch die Rohstoffe. Kommt. Oh, da hat einer gekappt. Mal sehen, ob es im Pferdestall hier noch weitergeht.
gekackt. Sieht nicht so nach danach aus. Ich muss ja kurz Kartoffeln reinschieben hier. Wie kannst du erstmal, ne? Mir geben. Aber viel hatte ich nicht. Da ist oben in der Werkbank. Arbeitszimmer. Ne? Hier. Ich glaube, das wird noch lange dauern, bis ich die Kacke aufgesammelt habe. Ja, genau. Ihr müsst eigentlich nur noch die Kacke dann in den Komposthaufen tun und dann funktioniert das, weil daraus kommt dann Kompost. Weise. Das wird nach einer Zeit dann irgendwann so kleine Säcke. In das Beet reinmachen. Und dann läuft das. Aber natürlich brauchen wir auch noch eine Wasserversorgung. Aber das schaffen wir in dieser Folge nicht. Aber das schaffen wir in der nächsten Folge. Haltet wieder ein. Ja, wenn euch das Video gefallen haben sollte, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Kommentieren, abonnieren nicht vergessen. Und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.